Wo würdest du am ehesten sagen, wo wir die Bärenfallen platzieren? Auf beiden Seiten vor die Eingänge, würde ich sagen. Und wie kommen wir dann rein? Achso, ja, stimmt. bei den einen Durchgang rechts und auf der Rückseite beim Eingang. Da gehen wir halt einfach nicht mehr auf der Rückseite beim Eingang rein. Oh komm, werd fertig mit trinken. Obwohl, nein, es könnte passieren eher, dass Leute vielleicht von der Base hinten daherkommen. Und deswegen wäre es fast sinnvoller, beim großen Durchgang vom Zaun eine aufzustellen. Wenn du rausgehst bei unserer Tür von der Garage links, bei dem Durchgang vom Zaun. Da, wo wir immer in diese Stadt hier reinlaufen. Ja, genau. Dass wir dort eine aufstellen und dass wir vielleicht auf der Rückseite eine aufstellen. Boah, das braucht gerade wieder so ewig lang. Ich glaube, der Server ist irgendwie... Oh, wir haben einen Balken sogar. The fuck. Aber alles... Zum Fick. Aber alles clanlos. Denke ich mir auch gerade. Ich meine, wäre es irgendwie eine große Gruppe oder so, aber... Aber jetzt verstehe ich überhaupt erst den Witz von vorhin mit Tschernobyl. Hahaha. Ah. Ein Blitzknesser. Ah, okay, die Rambo-Gruppe ist aber auch noch da. Die klingt irgendwie so, als wäre es fehl am Platz. Ja. Bei mir sind wir beiden die obersten in der Liste. Warte mal. Ja, bei mir auch. Sogar die Daisy for All Leute sind unter uns. Na, vor allem, weil wir zwei ja... Wir sind ja die Oberpros. Wir sind ja mittlerweile... Ich will immer noch, dass sie dieses Bart-System einführen. Ja, voll. Wir hätten die krassesten Rauschewerte, ey. Das stimmt, ja. Vor allem, es ist unser Heimserver, kann man sagen. Aber echt. Chris, Toff. Ha, ha, ha. Quä. Quen. Naja, es klingt deppert. Quentin. Naja. Oh, da heißt jemand YOLO. Ja, ich hab's gesehen. Wenn wir den treffen, töten wir ihn. Wie heißt du? Muss gleich mal den Puls checken. YOLO. Und goodbye. Oh Mann, ey. Weißt du, ich würde es ihm nicht so leicht machen. Ich würde ihn erst fesseln. Aber dafür bräuchte ich Handschellen. Ich habe vorhin welche gesehen. Soll ich sie mitnehmen? Nein. Ja, nimm's mit. Sicher, sicher. Aber brauchen halt wieder unnötig Platz. Deswegen. Ich bin da eigentlich durch. Ich bin dann auch beim Dingsbums, beim Brunnen. Oh, hey, buddy. Hi. Hi. We're friendly. You don't need... I don't really hear you. Wir haben hier oben Besuch. Komm mal her. Okay. Bye. Er geht gerade rückwärts weg. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Pass auf, genau. Zombie, Zombie. Fuck, Zombie! Okay. We just had to shoot a zombie, don't be scared. Hast du den? Nö. Komm! Wieder nach Hause? Er schaut gerade, wo wir langlaufen. Ja. Habt ihr noch ein bisschen im Blick? Ich sehe den von hier aus gar nicht mehr. Okay. Bist du neben mir? Ja. Klar. Ich würde sagen, wir laufen erstmal hier straight zu den beiden Häusern und checken, ob der uns noch verfolgt. Mhm. Wir wollen den nämlich echt nicht da hochlotsen. Zombie rechts. Das war erschreckend, dass der plötzlich aufgetaucht war. Ich hätte erst glaubt, du machst dann Spaß mit mir. Ich dachte erst, du wärst das gewesen. Komplett, halt, plötzlich komplett in grün, ne? Ja. Aber ich hatte halt nur dunkel gesehen, weil ich halt gegen die Sonne gelaufen bin.
War aber der mal misstrauisch, der hat auch gar nichts gesagt, gell? Nee, ich glaube, der hat gar kein Mikro angeschlossen. Ja, aber dann spielt man KTC ohne Mikro. Na doch. Echt? Manche schon. Wirklich? Ja, bestimmt. Es gibt doch immer irgendwelche Kinder ohne Mikros. Weil das der so gut equipped war. Wieder Angst gehabt hat. Ja, aber auf die... Oh! Weg, 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 weg! Was für ein Arschloch. Rechts. No fucking kill on sight, man! Wo laufen wir? Rauf, rauf. Die Straße einmal. Einfach dem Weg folgen? Ja, fürs erste Mal. Und umschauen, umschauen. Ja, ich versuch's, aber ich sehe nichts. Keine Panik. Ganz ruhig. Ne, auf die Entfernung bin ich ziemlich ruhig. Aber was für eine Fotze. Ja, aber es ist von rechts oben kommen. Jetzt weiß ich nicht, wer das war. Also ich bild mir ein, ich habe einen Schuss von rechts oben gehört. Ich weiß nur, dass die auf uns geschossen haben. Mal wieder. Hast du das aufgenommen? Mhm. Max? Ja, habe ich. Sehr gut. It's caught in a bear trap. They see kicked off by client not responding to city. Also wer andere. Wahrscheinlich. Den Namen habe ich vorher nicht in der Liste gesehen. Juicy D habe ich vorher gesehen. Okay. Ist schon eine Weile drauf gewesen. Oh, okay. Komm. Du musst immer aufpassen, wo du dich hinstellst, gell? Ja, ja. Ich war ja hinterm Baum. Bei mir bist du mitten auf dem Feld jetzt gestanden. Also auf der offenen Fläche. Aber ich, es war, ich mein, das müsste, es kommt so hin, dass das der Typ war, dass das von der Ecken war. Ja, der ist da halt hochgegangen und dann vermutlich in den Wald hoch und dann dachte er sich, ey, jetzt kann ich abknallen. Ja, na, aber warte mal. Das spricht auch wieder für kleines Kind. Sowas lasse ich nicht auf mir sitzen. Willst du ihn echt holen? Na, ich versuche jetzt mal ein bisschen einen Überblick zum gewinnen. Ein bisschen von der Erhöhung, dann hole ich mir den. Willst du Unterstützung oder soll ich beim Haus bleiben? Na, du bisschen spotten mit, das wäre nicht schlecht. Okay. Vier Augen sehen mehr. Aber der kommt uns nicht ins Haus, ey. Wenn der das Haus betritt, ne? Sekunde mal. So. So, jetzt lege ich mal kurz die Repeater da ab. Oder na, ja, oh ja, ich lasse da liegen. Ich dachte gerade, ich etwas laufen sehen, ey. Wo? Ja, ne, ich dachte es nur. Dann habe ich festgestellt, es war eine Fliege. Oh, immer diese scheiß Soundbox, ne? Ja, Essen, ne? Ja. Okay, bereit. Ja. Wir gehen über hinten. Na, komm. Wir gehen über die hintere Seite. So. Okay. Aber jetzt könnte er echt überall sein. Nee, es macht nichts. Ich höre die ganze Zeit Waffen, also Munitionsteile. Ich auch. Aber wo ist denn jetzt? Was? Da, dreh dich um. Na, stopp. Umdrehen nochmal. Oh fuck. Aber wenn du bei mir läufst, glitscht das irgendwie so rum. Er wird nicht da geblieben sein, wo er gerade war. Na, aber du... Schau mal mehr Richtung Berg rauf. So, ein bisschen mehr nach rechts vielleicht.
So, ja, in die Richtung. Immer in die Richtung vielleicht ein bisschen spotten. Ich spot nach unten, okay? Okay. Komm mit, zieh nach berg runter ein bisschen. Und such deinen eigenen Baum aber. Dann bleibst du einmal stehen und schaust, ob du irgendwo, was siehst. Ich habe gerade ein bisschen ein Problem mit stehen bleiben, doch. Wieso denn? Weil schlecht. Warum? Ja, wenn ich stehen bleiben, kann er genau zielen. Wenn ich in Bewegung bleibe, macht er es nichts. Ja, dann machst du links, rechts, schau her. Schau mal zu mir. Aber es ist ganz wichtig wegen Geräusche vor allem. Und ich glaube nicht, dass er über uns wird, sein wird. Aber ich laufe jetzt einmal. Komm. Wir laufen jetzt so mal. Dreh dich um. Weiter. Ja, genau. Ich glaube eigentlich echt, dass der über alle Berge sein wird bisher. Ist mir egal, ich schau trotzdem. Wieder. Der hat uns beschossen, bitte. Und ab dem Zeitpunkt ist vorbei, weil... Ja, ich würde ihm jetzt auch nicht freundlich entgegnen, aber wir sehen ihn echt nicht wieder. Das macht nichts, aber wir müssen unser Gebiet ein bisschen sichern. Es kann nicht sein, dass der bei uns nochmal dumm läuft. Wir schießen gerade mal einen Zombie ab, sagen wir sind friendly. Und der schießt einfach auf uns hinterrücks. Wo kommen wir hin? Wir sind auf einem friendly Server. Ja, der Server ist voll und wenn der Server voll ist, dann heißt das, dass da nicht nur Menschen kommen, die sich nach den Regeln halten und Deutsch können. Sondern auch kleine Kinder, die, was weiß ich woher, so krassen Loot haben und kein Mikro. Und ja. Aber es steht in der Serverbeschreibung drinnen, also... Na, vorhin war da auch ein Typ, der konnte kein Deutsch und alles. Das macht ja nichts, aber du hast auf Englisch gesprochen und auf dem Server steht Friendly Server. PvE, Quakwakwa, da steht alles drinnen. No Kill on Sight steht in die Informationen unten immer regelmäßig einblendet. Hm. Also das Problem, was ich einfach hier mit dem Server habe, ist halt wirklich, nicht mit dem Server, sondern mit der Situation gerade, ist, dass wir hier mitten im Wald hocken und zweit sind und der komplett grün gekleidet ist und guerillamäßig hier den kränksten Scheiß abziehen könnte und uns beide umbringen wird. Wenn er noch hier wäre, was er nicht ist. Ich habe mir sowas schon gedacht, hey. Ich habe mir sowas schon gedacht. Na komm, ziehen wir uns zurück, wenn es das so nervös macht. Offene Feld, ich laufe Richtung Haus wieder. Okay. Ja, du bist vor mir. Mhm. Das war doch hier die richtige Richtung, ne? Mhm. Aber das hast du ihm vorher schon angesehen. Wie er hinter die Deckung gegangen ist und immer geschaut hat, wo wir hinlaufen. Ja. Ich hätte auch gern schon abgedrückt. Ja, das kannst du auch nicht machen. Nee. Aber sobald er anfängt, die Waffe auf dich zu richten, hast du mir gerne Feuererlaubnis. Okay. Also wenn er so dasteht wie Waffe halt herunten, weißt du, normal. So wie ich jetzt. Oder du. Das ist in Ordnung. Aber sobald er anfängt, dass er vor dir steht und du machst und er macht so. Jederzeit. Geh links, rechts, geh auf irgendeiner Seite, nimm die Waffe und schieß auf ihn. Aber nicht direkt vor ihm stehen bleiben. Also wenn er die Waffe so nimmt, dann bleib nicht vor ihm stehen und mach auch so. Okay? Okay. Sondern geh gleich mal auf die Seite oder was und dann probier's. Und dann halt drauf. Von mir aus gleich außerhalb, Third Person, einfach drauf sprayen. Draufhalten, Mausklicks, zack. Ja, da wird immer wenigstens einer treffen.